Während ich in der Residenz meines Meisters lebte, lernte ich alles über die Alchemie. Die Alchemie beschäftigt sich mit der Logik, die die Welt regiert. Ich wollte glauben, dass es so etwas wirklich gibt. Also blieb ich dort, in der Hoffnung zu erleben, wie die irrationale Natur der Magie von der Macht der Vernunft besiegt wird. Magie wird von Vernunft besiegt. Boah, tiefgründig. In jener Nacht tauschte ich den Brief gegen leere Pergamentseiten aus und wartete darauf, dass die Sonne aufgeht. Ich beschloss, auf den Tag zu warten, an dem ich meine wahre Identität mittels Vernunft und Logik offenbaren kann. Der Tod meines Meisters blieb 3 Monde lang ein unlösbares Geheimnis. Das Interesse an der Geschichte flaute ab. Und dann tauchtet ihr auf, Herr Wright. An dem Tag, an dem ihr die Residenz besucht habt, habe ich eure Unterhaltung vom Raum nebenan aus belauscht. Mein Herz raste voller Vorahnungen. Doch dann, wenige Minuten nachdem alle im Raum waren, wurde ich Zeugin eines unglaublichen Vorfalls. Dieser Vorfall? Eine Hexe tauchte auf, und zwar in der Chateau-Dier-Chateaube meines Meisters. Was? Ich wollte einen Blick auf die Hexe werfen, also erschuf ich ein Portal in der Wand hinter dem Gemälde. Und genau in diesem Moment... Die Hexe ist doch eine Hexe. Ja. Und die Hexe wirkte einen der Zauber, den ich auch wirken kann. Als ich dieses Wort hörte, schoss mir ein einziger Gedanke durch den Kopf. Cool! Das war meine Chance. So konnte ich den Hexenschütter loswerden. Ich wusste ja, nach welcher Art Hexe die Inquisition suchen würde. Eine Hexe, die Umbra und Goldor zaubern kann. Ich wusste, dass ich nur einen der magischen Kristalle austauschen musste. Ich hatte schon zuvor herausgefunden, dass der Umbra-Kristall violett ist. Mir wurde bewusst, wenn ich den magischen Goldor-Kristall gegen meinen Amethysten eintausche, dann kann ich meinen Verbrechen dieser anderen Hexe anlasten. Also habt ihr einen Kristall ausgetauscht und dann den Hexenstab in den Raum geworfen, oder? Ganz genau. Boah! Einen Moment bitte, Jean Arlington. Eure Aussage ist äußerst problematisch. Wie meint ihr das, Inquisitor Flamberg? Ja, ihr habt recht. Kann jemand bitte dem Gericht erklären, was gerade vor sich geht? Also, das leuchtet nämlich gerade im Gericht. Und Sie sind der Richter. Danke. Dankeschön. Fahren Sie mit der Aussage fort. Hier ist kein Platz mehr. Ich bin eine Hexe. Oh ja. Ein sündenhaftes Wesen, das die Person kaltblütig ermordet hat, der es sein Leben verdankt. Ein sündenhaftes Wesen, was mit der Hexe natürlich nichts zu tun hat. Und doch. In Bezug auf den Gentleman, der neben euch steht, Herr Wright. Schattig. Nun ja, er mag das Opfer einer Hexe sein, aber diese Hexe war nicht ich. Moment, wie bitte? Das leuchtet gerade überhaupt nicht ein. Ruhe, ist jetzt bald Ruhe. Was um... Was soll all dies bedeuten? Was soll denn all dies bedeuten? Ich gehe mal zu Lidl. Jean Arlington hat gestanden, Herr de Victoire ermordet zu haben, leugnet aber, Herrn Layton in Gold verwandelt zu haben. Das war kurz und knapp zusammengefasst, Euer Ehren. Dankeschön. Aber jetzt zu lügen, es wäre sinnlos. Lügen? Nur eine Hexe zu sein, ist schon ein Verbrechen für sich. Und die Bestrafung für dieses Verbrechen bleibt gleich, egal ob sie 1 oder 2 Leben genommen hat. Deshalb wäre es sinnlos, diesbezüglich zu lügen. Ich bin mir sicher, dass der Richter genau das gedacht hat. Arlington behauptet immer noch, dass sie Professor Layton kein goldenes Haar gekrümmt hat. Aber wenn es keinen Grund zu lügen gibt, bedeutet das dann, dass sie die Wahrheit sagt?
Also wenn dem so ist, wer ist denn verantwortlich für das, was dem Professor widerfahren ist? Wenn sie es nicht war, wer war es denn dann? Bing. Mein Herr! Darf ich mal was sagen? Nein! Verzieh dich, Vivian! Lasst mich euch eine Frage stellen, Zeuge. Was habt ihr hier überhaupt noch zu suchen? Seid ihr der Meinung, dies ist der richtige Moment, euer loses Mundwerk in Gang zu setzen? Naja, deshalb war ich ja auch bis jetzt ruhig. Aber ich sage es entweder jetzt oder nie. Stimmt doch nicht nach einer solchen Ansage. So lastet sie noch schwerer auf der Seele des Gerichts. Was wollt ihr uns denn nun mitteilen? Ja, Blaumeise. Ja, bitte? Ich muss mir über was klar werden. Mein Schädel ist nicht mehr so gut wie in Schuss wie früher, weißt du? Wirklich? Der Amethystbums-Butler? Der Alchemist-Butler. Der Alchemist-Bums-Butler. Entschuldigung. Der Alchemist-Bums-Butler? Die Butlerfrau. Sie hat doch ein Schlafmittel in den Saft gemischt, oder? Das stimmt. Sie hat es dem Tomatensaft beigemischt. Und dann hat er sie den Archimedes erwürgt, oder? Ja, das ist richtig. Vidian. Herr de Victoire war durch das Schlafmittel außer Gesetz gefecht. Außer Gesetz gefechtet. Also konnte er sich nicht wehren. Und dies erklärt natürlich, warum wir am Schauplatz des Verbrechens keine Spuren eines Kampfes finden konnten. Joa, danke, was das angeht. Ich habe ja vorher schon mal fallen lassen, was ich ja so am Ort des Verbrechens angestellt habe, oder? Ich habe erzählt, dass ich habe mir ein paar Tropfen von dem Saft genehmigt. Und das Schlafmittel darin hat euch im Hirn Murmeltier schlafen lassen. Ja, wir können uns wohl alle daran erinnern. Naja, also es ist so. Das bleibt aber unter uns, ne? Weißt du, als ich mir den Saft genehmigt habe, die Saftflasche war, naja, immer noch zu. Sie war zu? Meine Kehle war staubtrocken und ich konnte nicht klar denken. Und da stand die brandneue Flasche, sie wartete auf mich und praktischerweise lag ein Korkenzieher direkt nebendran. Ja, ich konnte den Saft ja nicht schlecht werden lassen. Also habe ich ruckzuck den Korken rausgemacht und habe dann mal dran genippt. Was? Also nur für den Fall, dass die Typen nicht raffen, worauf ich hinaus will. Der alte Kerl hat keinen Tropfen des Safts gesoffen. Keinen Tropfen von dem Saft mit dem Schlafmittel. Dann hat er sich entweder erwürgen lassen, wurde von jemand anderem vorher umgebracht oder hat sich selbst umgebracht. Was? Ja, wie jetzt? Würde ich jetzt sagen. Ja. Zur Zeuge, ihr. Ihr macht euch die Mühe, eine Flasche zu öffnen, die am Ort des Verbrechens steht, nur um einen verdächtigen Inhalt zu trinken. Ich hab's dir doch schon gesagt, Opa, ich bin von Durst fast umgekommen. Außerdem wusste ich doch nicht, dass da Schlafmittel drin war. Dies rechtfertigt nicht, was ihr getan habt. Die Inquisition wird sich des Zeugen nach dem Prozess entledigen. Er wird dann herausfinden, was es bedeutet, vor Durst umzukommen. Und zwar im wörtlichen Sinn. Entledigen hat wohl gut gepasst. Ja, das wusste ich vorher nicht. Allerdings sollten wir jetzt nicht noch mehr Zeit mit dieser pöbelnden Gestalt vergeuden. Doch. Die Hexe hat ihre Verbrechen gestanden. Es gibt also keinen Grund, den Tod des Alchemisten länger zu untersuchen. Na, Einspruch. Wohl gesprochen, Inquisitor. Das leuchtet ein. Ihre Rolle im Leighton-Zwischenfall ist allerdings nicht ganz ersichtlich. Aber eine Person, die ihren Beschützer tötet, dem sie ihr Leben verdankt, kann nur eine niederträchtige Hexe sein. Einspruch! Das Gericht hat hinreichenden Grund, sie als Hexe zu verurteilen. Victoire hat in jener Nacht nichts von diesem Saft getrunken. Und wenn das wirklich so war, dann gibt es eine Sache, die mich stört. Herr Wright, ich muss sagen, dass ich einen Teil der Geschichte nicht verstehe und ihr an mir nagt.
Ich bin mir sicher, dass in der Aussage des lauten Mannes ein Widerspruch verborgen ist. Glaubst du das, Luke? Kann ich da wirklich ein Auge zudrücken? Nein! Oder? Nein. Ich meine, du kannst auch warten, also weil es passiert nichts. Oder anscheinend. Soll ich? Mir wurscht. Ich würde den Widerspruch untersuchen. Sollen wir einen Tipp nehmen? Mach mal, bevor wir wieder sowas machen wie vorhin. Wir haben nur noch ein Schild, ne? Ja, wir können aber auch gar keins verlieren gerade. Ja. Na sicher, sicher. Mein Herr! Ihr sagtet doch, ihr habt die Flasche Tomatensaft geöffnet. Doch diese Behauptung widerspricht einem bestimmten Beweis. Also liebe Güte, noch mehr. Nur was? Verteidigung auf ein Wort. Bitte, draußen. Ja, euer Ehren. Das Gericht hat die Unschuld von Maya Fey schon bewiesen. Deshalb ist es nicht mehr eure Sorge, ob sich in der Aussage dieses Mannes ein Widerspruch verbirgt oder nicht. Das mag sein, euer Ehren, doch auch wenn es meine Pflicht ist, die Angeklagte zu verteidigen, die wahre Pflicht eines Anwalts ist es, die Wahrheit hinter all diesen Vorfällen ans Licht zu bringen. Bing. Meine Aufgabe ist erst dann erfüllt, wenn keine Widersprüche übrig bleiben. Nun gut, wenn ihr darauf besteht. Herr Blaurock, lasst doch bitte hören, welcher Widerspruch euch ins Auge springt. Der Kerl hat die Flasche aufgemacht, was bedeutet, dass der Viktor nichts davon getrunken hat. In dem Fall haben wir einen Beweis, der nur sehr schwer zu erklären sein dürfte. Ja. Ich würde ebenfalls gerne mehr über diesen Widerspruch erfahren. Möge die Verteidigung ihren Beweis präsentieren. Ah. Wo liegt der Widerspruch, dass dieser Kerl derjenige war, der die Flasche Tomatensaft öffnete? Skizzen? Ja, präsentieren. Nimm das! Musst du nicht eine bestimmte präsentieren? Okay. Der Widerspruch ist in einer der Tatortskizzen erkennbar. In einer der Skizzen? Bitte werft einen Blick auf den Mund von Herrn de Victoire. Wir sehen ein Rinnsal einer roten Flüssigkeit, die aus seinem Mund tropft. Fürwahr, das Gericht kam schon überein, dass es sich um Tomatensaft... Oh, jetzt leuchtet mir das ein. Gut beobachtet, euer Ehren. Herr de Victoire trank keinen Tomatensaft in jener Nacht. Boom. Dies würde bedeuten, dass es nur eine andere Möglichkeit gibt. Die rote Flüssigkeit, wie wir alle ursprünglich dachten, ist doch Blut. Herr de Victoire muss versucht haben, sich gegen den Angreifer zu wehren und hat sich dann auf die Zunge gebissen. Nö. Nein. Leider wirft uns diese Erkenntnis wieder zu dem Problem zurück, dem wir schon vorher begegnet sind. Wenn sich das Opfer zur Wehr gesetzt hat, dann sollte es Spuren eines Kampfes am Tatort geben, aber es wurden keine Spuren gefunden. Deshalb habt ihr angenommen, dass die Hexe Umbra benutzt haben muss. Ah, ja, da habt ihr recht. Wie ich zuvor sagte, Herr de Victoire hat die ganze Zeit sich über kein bisschen gewehrt. Ja. Oder so. Aber wenn ich die neuesten Informationen berücksichtige, dann wirkt es schon unnatürlich. Nichts ist unnatürlich. Hm. Natürlich. Das Opfer hat nichts vom Schlafmittel getrunken und doch hat es sich nicht gewehrt. Aber was zum Gesetzbuch bedeutet das jetzt? Hm. Sag ich auch immer. Ja. Wenn es weder Tomatensaft noch Blutverlust nach dem Kampf war. Orba. Nach dem Kampf war Orba. War es Orba? Was könnte es sonst gewesen sein? Orba. Orba.